Hallo liebe Freifarm-Community, ich darf euch ganz herzlich dazu einladen, den Entwurf unserer Freifarm-Charta zu kommentieren. Okay, was ist die Freifarm-Charta? Ich lese euch kurz aus der Präambel vor. Die Freifarm-Charta ist ein grundlegendes Dokument, das die Prinzipien, Ziele und Werte von Freifarm darlegt. Sie zielt darauf ab, zum Wohle von Kindern und Eltern die Beachtung freiheitlich-demokratischer Prinzipien durch Familienrechts- und Jugendhilfeinstitutionen und freie, nichtstaatliche Akteure sicherzustellen. Die Freifarm-Charta dient als Leitfaden und Richtlinie für diejenigen, die sich der Freifarm-Bewegung anschließen möchten, und skizziert die Prinzipien der Initiative. Ja, es gibt eine Freifarm-Charta. Am 9. April werden es 5 Jahre, dass ich Freifarm gegründet habe und den ersten Artikel veröffentlicht habe. 9. April 2018. Und jetzt nach 5 Jahren zeigt sich, dass wir die Bewegung für demokratische Erziehung in Deutschland sind. Und zwar die Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass demokratische Erziehung in Familienrechtsinstitutionen respektiert wird und garantiert wird. Wir sind die Bewegung mit der größten Zugkraft, weil es kommen jetzt noch einige Leute dazu. Und wer das sein wird, werdet ihr dann am 10. April sehen. Von 19 bis 21 Uhr machen wir nämlich ein YouTube-Live-Video. Da geht es dann darum, dass wir die Freifarm-Charta nochmal innerhalb der aktiven Mitglieder diskutieren und auch eure Kommentare einfließen lassen, dann die Charta entsprechend editieren, abschließen und beschließen. Also das am 10. April, 19 bis 21 Uhr, ist sozusagen die konstituierende Sitzung zur Freifarm-Charta. Und die Freifarm-Charta ist jetzt auf freifarm.de, freifarm.de einzusehen. Da haben wir einen Artikel veröffentlicht, der beinhaltet die Charta. Da ist nochmal alles erklärt, wie ihr kommentieren könnt. Dann der Link auch zu der konstituierenden Sitzung, dieses Live-YouTube-Video. Da könnt ihr auch im Live-Chat übrigens natürlich kommentieren und diskutieren mit uns. Ja, und es ist ein grandioser, toller Moment, weil es zeigt sich, was vor 5 Jahren begonnen hat, entwickelt sich zu etwas sehr Vielversprechendem. Und ich bin super aufgeregt. Ich freue mich sehr auf den 10. April. Ich freue mich auch sehr, mit den ganzen Leuten da drin zu sein. Ein paar kennt ihr schon, ein paar andere sind neu, aber die kennt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr euch mit dem Thema Wechselmodell beschäftigt habt und geschaut habt, wer ist denn da aktiv, wer setzt sich dafür ein. Also, ganz toller Moment. Nach 5 Jahren geben wir uns eine Freifarm-Charta und werden die in der Öffentlichkeit mit unserer Community zusammen in einem YouTube-Live-Video am 10. April 19 bis 21 Uhr dann verabschieden. Und bis dahin könnt ihr natürlich kommentieren zu dem Entwurf der Freifarm-Charta, den ihr auf unserer Website findet. Wie gesagt, unter freifarm.de. Bitte lasst uns wissen, was ihr denkt. Ganz wichtig, damit wir die Zukunft zusammengestalten und uns zusammen dafür einsetzen, dass Deutschlands Jugendämter, Familiengerichte, freie Träger, Gutachter, Verfahrensbeistände, auch Polizei, ja, die ja dann von Jugendämtern zu Hilfe genommen wird, um Kinder rauszuholen, auch Politiker sich dafür einsetzen und sich daran halten, dass in Deutschland die Prinzipien der demokratischen Erziehung eingehalten werden, garantiert werden, respektiert und geschützt werden. Danke und ich hoffe, ich sehe euch am 10. April 19 bis 21 Uhr im Live-Chat von unserer konstituierenden Sitzung zur Freifarm-Charta. Ciao, ciao.